jeder grosse Platz ist ein Ort von Inszenierungen, gewollten und ungewollten. Es gibt Leute, die gerne über Plätze laufen und sich zeigen. Und es gibt andere Leute, die ganz selbstvergessen, grüblerisch vielleicht sogar nachdenklich auf einem Platz sitzen, eine Pause brauchen. Und wenn man sie beobachtet, hat man manchmal das Gefühl, es ist eigentlich total schön, dass man sie anschauen kann und dass sie wie kein Bewusstsein davon haben, dass sie vielleicht Teil von einer Inszenierung sind. Und insofern finde ich immer, wenn man länger auf einem Platz ist und schaut, hat man das Gefühl, es ist eine Form von einem ganz besonderen Theater. Der Platz löst in den Leuten, wenn er frei ist, so viel Fantasie und Ideen aus. Und man kann ein bisschen zurücklehnen, man kann ausruhen. Ich glaube, wir sind Sachen, die in der Stadt immer wichtiger sind. Und für das ist der öffentliche Raum da. Und für das haben die Stimmbürger von der Stadt Zürich so viele Millionen ausgegeben, um diesen Platz neu zu gestalten. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich Zürich ums Thema Freiräume kümmert und dass man das Thema mitzieht mit der Stadtentwicklung. Also das heisst, nicht nur mehr Häuser bauen, sondern entsprechend auch immer mehr Freiräume schaffen, die zu einem Ausgleich von einer Balance von einer Stadt ganz wichtig sind. Ich glaube, es gehört auch dazu, dass an so einem zentralen Ort die Frage gestellt wird, wem gehört der öffentliche Raum, für was wird er genutzt, und es soll eine Balance geben von den verschiedenen Ansprüchen, die da sind. Jetzt hat die Stadt Zürich mal etwas Gutes gemacht und hat wirklich einen wunderschönen grossstädtischen Platz gemacht, den die Zürcher geniessen können und der auch sehr gut angenommen wird und benutzt wird. Man muss nur dahinter schauen. Und jetzt kommen natürlich sofort einzelne Interessen und sagen, oh, so ein schöner Platz, da könnte man noch ein Festival machen, da könnte man noch einen Weihnachtsmarkt machen. Und das heisst jedes Mal, dass man den Zürcher ihren Platz wieder wegnimmt. Ich finde die Initiative unnötig. Sie ist für mich ein Ausfluss von einem Rigorismus, von einer Regulierungswut, die überall nochmal reguliert werden muss. Und auch eine Ausschließlichkeit in diesem Platz. Ich finde, eben solche Nutzungen, solche Events gehören auch auf einen solchen Platz, aber sie dürfen nicht dominant sein. Ich würde sagen, dass ein Platz eigentlich jetzt zuerst einmal nicht dafür da ist, dass er leer ist, sondern dass er von Menschen belebt wird, dass man sich treffen kann. Darum dünkt mich das, dass er soll. Das ist dann ein Argument, wenn man beispielsweise sagt, es finden zu viele Events statt. Aber dann ist es weniger die Leere, sondern die falschen Events, die stattfinden. Ja, es ist ein Herzstück von Zürich, geschichtlich und auch sehr wichtig für die Begegnung der Bürger. Ein grosser Freiraum, der sehr beliebt genutzt wird. Also in der Gastronomie spielt sich sowieso heute je länger mehr draußen ab, vor allem bei schönem Wetter. Und wenn natürlich Plätze vorhanden sind, wo sich die Leute treffen und begegnen können, begünstigen, dass die ganze Dynamik und Begegnung der Menschen und auch die Möglichkeit, dass man sie als Gast einladen. Ja, die Debatte um einen öffentlichen Raum wird in Zukunft sicher noch mehr zunehmen, weil wir natürlich schlichtweg auch mehr Leute werden haben, auch in der Stadt. Natürlich durch die Verdichtung, durch die Urbanisierung ist das ein Trend, dass wir mehr Leute in der Stadt werden haben. Die werden sehr wahrscheinlich auch auf kleinerem Raum leben. Das bedeutet auch, dass natürlich viele vormals private Aktivitäten, die ich in meinen eigenen vier Wänden gemacht habe, auch immer mehr in öffentlichen Raum verlagert werden. Wir sind generell in der Schweiz in einer Situation von sehr kleinen Städten. Wir haben nicht die gleichen Metropolen wie Berlin, London oder New York, wo man Nutzungskonzept auch ausweichen kann, die einem nicht passen. In der Schweiz, in unseren kleinen Städten, ist das viel weniger möglich. Also eine Alternative zu einem Bundesplatz in dieser Grösse oder eine Alternative zu einem 6-Leuten-Platz in dieser Grösse hat man eigentlich nicht. Und darum werden so Debatten auch so um so Hotspots natürlich geführt werden.